Was soll ich ihm sagen, ist der Zweck seiner Audienz? Das werde ich ihn selbst wissen lassen. Grigori hatte vor nichts Angst. Nicht vor einer Affäre mit mir und auch vor vielem anderen nicht. Und ich beschloss, dass man auch Männer sehr sinnvoll einsetzen kann. Man muss ihnen nur sagen, wo und wie. Meine Herren, es geht weiter. Noch jemand, dem ich zeigen soll, wie man wirklich spielt. Hey, nicht zu forsch, mein Lieb. Grigori Orlov war ein großartiger Liebhaber. Und auch ich wusste mittlerweile ziemlich genau, was ich wollte. Grigori sollte nicht der letzte Mann in meinem Bett werden. Ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht. 21 Männer habe ich in all den Jahren offiziell als meine Favoriten bei Hofe vorgestellt. So viele? Das waren weniger als meine männlichen Kollegen auf den europäischen Thronen in einem Jahr als Mätressen verschlissen. Was soll denn diese Prüderie? Wir sind doch alle nur Menschen. Und ich glaube, keiner meiner Favoriten hat die Zeit mit mir bereut. Denn auch wenn ich ihrer überdrüssig geworden war, habe ich sie fürstlich belohnt. Sie waren es alle wert. Seit 18 Jahren war ich nun schon am Zarenhof. Immer wieder war Kaiserin Elisabeth krank gewesen und doch immer wieder genesen. Nun aber schien es ernst um sie zu stehen. Es geht dem Ende zu. Eine angespannte Zeit. Jeder versuchte, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um im Falle eines Regierungswechsels die beste Position zu haben. Aus dem kleinen Ivan, den Elisabeth einst in den Kerker gesperrt hatte, war ein junger Mann geworden, der in 21 Jahren keinen Tag in Freiheit verbracht hatte. Zar. Weiß er, wer er ist? Nein. Er kennt nur das Wort. Peter hielt sich über Ivans Zustand auf dem Laufenden. Er ist noch am Leben, aber keine Gefahr für euch. Er bereitete sich darauf vor, endlich den Thron zu übernehmen, für den er vor fast 2 Jahrzehnten aus Deutschland geholt worden war. Kaiserin Elisabeth war im Volk für ihre Frömmigkeit berühmt gewesen. Zu Recht, denn sie glaubte aufrichtig. Peter hatte sich mit dem orthodoxen Glauben nie wirklich anfreunden können. Doch die Geistlichkeit war in Russland ein bedeutender Machtfaktor. Ich wusste, dass man sie nicht verprellen durfte. Doch spielte es eine Rolle, was ich dachte? Peter schmiedete Pläne, aber ich wäre wohl die Letzte gewesen, der er sie verraten hätte. Denn wer sagte überhaupt, dass ich noch an seiner Seite sein würde, wenn er den Thron bestieg? Großfürst. Peter, euer Gemahl. Ich weiß, wer Peter ist, Dummchen. Aber was hat das zu bedeuten? Er hält sich über Ivans Zustand auf dem Laufenden. Und er hält sich seit längerem eine Geliebte. Eine unmögliche Person namens... Elisabetta Woronzowa.
Ich weiß. Du musst nicht glauben, dass du die Einzige bist, die mich mit Neuigkeiten versorgt, meine Liebe. Ich habe meine Lektion gelernt. Sie liebt offenbar seine Soldatenspielchen. Sich immer rumtreibt. Komm. Das musst du sehen. Und dafür hast du nach mir schicken müssen. Sie hat sich schuldig gemacht und verdiente nach dem Militärgesetz nichts Geringeres als die Höchststrafe. Was hat sie denn gemacht? Gemacht? Das hier. Sie hat die Mauern erklommen. Und da? Die Sachlage ist eindeutig. So trifft die Strafe all diejenigen, die sich den Befehlen des künftigen Kaisers widersetzen. Denn in Russland befiehlt einzig und allein einer. Und das ist der Kaiser. An Weihnachten 1761 starb Kaiserin Elisabeth. Ich habe ihren Tod nicht wirklich bedauert. Zu sehr hatte sie mir in ihrer herrischen Art zugesetzt. Aber ich habe viel von ihr gelernt. Denn sie hat mir auch gezeigt, wie weit man es als Frau bringen kann. Und dass zu viel Gefühl auf einem Thron gefährlich ist. Es lebe Kaiser Peter III. Mein Gemahl war nun Herrscher über das größte Reich Europas. Mit aller Macht, die dieser Titel mit sich brachte. Peter schloss Frieden mit Friedrich dem Großen und beendete den siebenjährigen Krieg mit Preußen. Er hatte große Pläne und ging sie mit einer Entschlossenheit an, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Es ist mir egal, ob in Dänemark keine russischen Interessen im Spiel sind. Es geht hier um meine Interessen. Abtreten. Und diesen Interessen stand ich mehr denn je im Wege. Wenn er mich nur ins Kloster schickt, kann ich noch von Glück sprechen. Peter verabscheut mich. Weil er genau weiß, dass er dir nicht das Wasser reichen kann. Ja, was nützt mir das, wenn ich den Schleier nehmen muss? Es ist nicht mal sicher, dass ich die nächsten Wochen überhaupt überlebe. Peter hat seiner ordinären Woronzowa den Katharinenorden verliehen. Was heißt denn das anderes, als dass er sie heiraten und mich beseitigen will? Und was ist, wenn du ihm zuvorkommst? Es war die Zeit der Weißen Nächte im Jahr 1762. 6 Monate war Peter an der Macht und noch immer hatte er sich nicht krönen lassen. Er verstand nicht, dass das Volk die Krone verehrt und nicht den, der sie trägt. Sein Fehler war meine Chance. 18 Jahre lang hatte ich die Romanows ertragen und nun wollten sie mich ausmustern wie ein mottenzerfressenes Kleid. Es war an der Zeit zu handeln. Wenn ich eines in all diesen Jahren gelernt hatte, dann, dass man starke Verbündete braucht, wenn man etwas erreichen will. Grigori Orlov und seine Brüder sondierten für mich die Lage im Militär. Ein bisschen Nachdruck hier, ein schönes Sümmchen da. Und die Zahl meiner Gefolgsleute wuchs. Erledigt.
Die Kirche erwartete von mir, dass ich sie vor drohender Enteignung schützte. Was hatte ich zu verlieren? Tat ich nichts, war ich nichts mehr. Handelte ich aber... Es ist soweit. Was? Jetzt schon? Jetzt oder nie. Das sagt euer Bruder auch immer. Ja, und hat er nicht immer recht gehabt. Maria, ich möchte angekleidet werden. Schnell. Meine Liebe, ich bin im Begriff, den Thron Russlands zu besteigen. Werde ich wohl kaum in einem solchen Aufzug tun. Besorgt mir eine Gardeuniform. Schnell! Peter hatte sich in seine Lieblingsresidenz Peterhof zurückgezogen und feierte das Peter- und Paulsfest. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was sich da gegen ihn zusammenbraute. Und jetzt, meine liebe Elisabeth, brechen die preußischen Zeiten an. Es war noch im Morgengrauen, als wir beim Ismailowski-Regiment vor den Toren Petersburgs ankamen. Aufschließen! Soldaten! Jetzt musste es mir gelingen, die Garden auf meine Seite zu bringen. Ich hatte noch niemals vor einer solchen Menge gesprochen. Die Stunde ist gekommen, unser Land vor der größten Gefahr zu beschützen. Unsere Kirche ist in Gefahr. Ein fremder Glaube soll anstelle unserer alten Religion gesetzt werden. Unsere Ehre ist in Gefahr. Sie wurde durch den Abschluss eines Friedensvertrages mit unserem Todfeind Friedrich II. Mit Füßen getreten. Oh. Was ist? Was ist? Was ist? Und der Frieden mit Friedrich, das ist erst der Anfang. Unser Land droht unterworfen. Ja, geopfert zu werden. Gegen Dänemark werde ich die Armeen schicken. Gegen Dänemark. Eure Tapferkeit, von der unser Land jetzt abhängt. Es ist eure Treue, von der meine Macht abhängt. Es gibt nur einen Weg. Dich, meine Liebe. Und so was mache ich. Ich sehe mich verpflichtet, mit Gottes Hilfe und mit dem aufrichtigen Wunsch unserer treuen Untertanen, den Thron zu besteigen. Ich mache mich zur Kaiserin aller. Als alleinige und unumschränkte Herrscherin. Aller Russen. Es gab niemanden, der Peter warnte. Niemanden, der ihm sagte, wie man die Katastrophe noch abwenden konnte. Seine Getreuen liefen ihm davon, als sie von meinem Auftritt in Petersburg hörten.
In nur einem Tag hatte sich das Schicksal Russlands gewendet. Ich hatte es wirklich geschafft. Ich, Sophie von Anhalt-Zerbst, hatte die großen Romanows bezwungen.